Leute, erklärt mir mal eins. Da draußen ist das perfekte Wetter. Sonnenschein, warm, man kann sich hinlegen und sich die Sonne auf den Pelz brezeln. Warum sitzt ihr hier und wollt dieses Video schauen? Das ist nicht in Ordnung. Ich denke, keiner von euch hat jetzt Bock, 15 Minuten hier zu sitzen und mir beim Schwafeln zuzuschauen. Deswegen machen wir das jetzt einfach ganz kurz. Dieses Album ist sehr gut. Dieses Album ist auch sehr gut. Und dieses Album ist auch sehr gut. Nein, Spaß beiseite, wir machen das natürlich ein wenig ausführlicher, ist ja klar, aber wir werden das jetzt ein bisschen begrenzen, damit ihr eure Ärsche nach draußen bewegt. Leute, frische Luft ist gut für euch. Wenn ihr die personifizierten Nerds seid, total auf Herr der Ringe abfahrt und auf Elfen und allen möglichen plumper Quatsch, der mit Fantasy zu tun hat, dann hört euch diese Band an, die die Texte zum Großteil aus Mittelerde nehmen, beziehungsweise aus anderen fantastischen Themen. Ich teile Musik ja immer ein bisschen so saisonal ein und für mich ist das klare Herbstmusik. Woran liegt das? Wir haben eine Sängerin, die irgendwie immer total leidend rüberkommt und sie kann live irgendwie nicht singen. Aber das nur am Rande. Wir haben hier jedenfalls so ein kleines Stimmchen, das die ganze Zeit jedes Lied, auch wenn es ein bisschen aggressiver rüberkommt, irgendwie so ein bisschen theatralisch rüberbringt. Deswegen ist das so eine Musik für Herbstspaziergänge, finde ich. So ein bisschen diese aufkommende Melancholie ist da mal drin. Es ist Epic Metal, deswegen ist es auch sehr episch und schwer. Und dann diese Theatralik in der Stimme dieser Sängerin dazu. Ja, keine sehr leichte Musik, aber auf jeden Fall ziemlich cool und ziemlich zum Träumen angeregt. Ja? Also Epic Metal mit Basis Mittelerde. Brauchen wir eigentlich nicht viel zu erzählen, deswegen halten wir uns jetzt kurz. Reinziehen, da unten. Ist sowieso besser, wenn ihr nicht auf mich hört, sondern einfach auf den Link klickt und euch das einfach selber anhört. Ne? Ist wahrscheinlich das Beste. Das können wir sogar noch kürzer fassen. Ihr mögt Zollwerk? Dann kauft euch die CDs von Disharmonia Mundi, weil Disharmonia Mundi ist gleich Zollwerk, weil der Sänger von Zollwerk ein Nebenprojekt gemacht hat und das hieß Disharmonia Mundi und klingt genauso wie Zollwerk. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht, aber es klingt genauso wie Zollwerk und deswegen ist es geil und deswegen solltet ihr es euch kaufen oder anhören. Zumindest dort unten findet ihr den Link. So, und flugs sind wir jetzt schon beim dritten Album. Das geht heute ratzfatz, weil ihr euch mal rausscheren sollt, ihr Nerds. Und deswegen haben wir jetzt At Dawn von Craving. Ich kannte ja schon das Debütalbum von Craving, also das heißt so wie Craving, also Craving. Und das fand ich nicht besonders gut. Warum also jetzt At Dawn? Ja, das Album ist auf jeden Fall für alle, was die kein Problem damit haben, dass auf dem Album viel Russisch gesungen wird. Leute, die Putin attraktiv finden oder Leute, die kein Problem damit haben, dass die gerade die Ukraine zusammenkloppen. Weil ich finde, gerade die Stücke auf Russisch sind richtig gut. Ich habe ja selber 4 Jahre Russisch gelernt, kann nur noch bruchstückhaft da was da lesen, ehrlich gesagt. Aber es ist eine sehr schöne Sprache. Und ich finde gerade, das ist so selten, dass man so diese Mischung hat auf den Alben. Ne? Und ich finde gerade, die russischen Stücke sind richtig cool. Ich muss sagen, im Gegensatz zum Debüt ist dieses Album richtig abwechslungsreich geworden. Wir fangen jetzt mit Mick an, das ist im Prinzip der Opener. Und da wird dir sofort ins Gesicht geprügelt. Also ich habe den Player angemacht und bam! Und wir haben hier wirklich so eine ganze Palette von epischen Sachen. Cleargesang, Rumgeschaute und Gescreame und Geröchel. Aber dann haben wir auch wieder so Sachen, die einen wirklich überraschen, nämlich Only Teardrops, was ein Emily DeForest Cover ist und beim Euro Grand Prix de la Chanson de la Eurovision oder so, also beim Eurovision Song Contest, you know, gewonnen hat. Und das haben die gecovert. Und ich finde ja das, also ich muss jetzt mal zugeben, ich finde diese Originalversion des Liedes auch ziemlich cool. Und ich finde es auch cool, dass sie es gecovert haben und wie sie es gecovert haben. Also ich bin wirklich überrascht, wie groß der Sprung vom Debüt zum zweiten Album ist. Top. Also ich meine, ich habe ja auch das T-Shirt an, ja, also kann ich nur empfehlen. Und jetzt, wenn ihr jetzt den letzten Link angeklickt habt zu Craving, dann schert ihr euch raus. Ich gehe jetzt auch raus und hoffe, dass ich nicht in der Sonne glitzere. Aber ich bin ja auch kein Vampir. Ich sehe aus wie ein Werwolf. Leute, aber jetzt schert euch raus. Ihr braucht frische Luft. Das ist gesund. Ich habe euch schon wieder viel zu lange aufgehalten. Nächste Woche gibt es wieder ein DPR Metal Battle. Freut euch drauf und votet noch für das, was momentan läuft. Also, man sieht sich. Bis dann. Arrivederci. Ciao und auf Wiedersehen. Sonne. Sonder.